würdest du, oder eher gesagt ihr, ein Jahr nicht ficken, wenn du danach einmal Megan Fox ficken darfst? Aber gut, da kommt auch zur nächsten Frage direkt. Ey, er hat sich immer mit einem Fuß befriedigt. Nein. What the fuck? Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Mal habe ich zwei Gäste mit am Start, die ihr beide kennen solltet. Stellt euch mal vor. Ja, wer Hallo. Soll denn jetzt anfangen? Ja, Emko, fang du an. Servus, Leute. Ja, ich bin der Jan. Keine Ahnung. Ich bin der Asiate. Genau, der perverse Asiate. Solltet ihr alle kennen. Und dann habe ich noch einen dabei. Das ist der... Ja, der Giorgio, und ich fühle mich benachteiligt, weil ich als zweites jetzt reden musste, Alter. Oh. Oh. Eine Runde Mitleid für Giorgio. Aber schon mal, das Beste kommt immer zum Schluss. Und wir zocken heute Herrschaft, nur Emko und ich, weil Giorgio gerade beschäftigt ist. Wie zum Beispiel Mütter ficken. Aber wir zocken heute Herrschaft und das hier ist wahrscheinlich mein letztes für eine längere Zeit Black Ops 2 Gameplay. Deswegen machen wir ein kleines Special draus, wo M-Core und ich die 6 Fragen beantworten und darüber diskutieren. M-Core kann doch gar nicht antworten. Ja, aber wir können. Doch, klar, das wird schon. Ja. Okay, wir zocken Herrschaft. M-Core, bist du bereit? Ja. Soll ich dich auf schon groß? Auf schon übel, Papa? Übel. Aber ich hab auch ein bisschen. Was? Was ist? Freust du dich auf Ghost? Ja, klar. Ich lade mir das. Ja. Ich hab da ein bisschen die Sorge, dass es irgendwie, keine Ahnung. Auf dem PC war Modern Warfare 3 scheiße, deswegen habe ich da ein bisschen die Sorge, dass es auf dem PC scheiße wird. Alles wird gut, MK, jeder hat mal seine kranken Phasen. Okay. Okay, diese Map ist ultra scheiße. Können wir bitte hier rausgehen? Ja. Okay, ich hab echt keinen Bock auf diese Map. Okay, auf jeden Fall, ich lade mir das Spiel gerade runter, Call of Duty Ghost. Ich hab einen Sponsor. Durch den kriege ich halt alles ein bisschen früher. Das heißt, ich werde heute schon anfangen aufzunehmen. Und ja, M-Core, bist du drinne? Perverse Asiate. Ja, Standoff. Yeah, Mann. Bist du jetzt schon drinne oder noch nicht? Nee, Awaiting Challenge steht bei What mir. What the fuck? Bei mir, ich bin schon drinne. So, Leute, wir sind wieder da. Es gab ein paar Schwierigkeiten mit dem perversen Asiaten, weil er zu pervers ist. Kleiner Spaß. auf jeden Fall ist der Giorgio. Bist du eingeschlafen oder bist du noch wach? So halb, meine Red Bull-Dose. Oh, das ist ja Schleichwerbung, ne? Egal, meine Red Bull. Eine Red Bull-Dose hält mich am Leben. Lass mich raten, jetzt wird Red Bull richtig reich durch dich, Alter. Voll krass jetzt, Alter. Alter. Du bist einfach ein Werbemacher, Alter. Alle wollen dich. Okay, heute gibt's ein paar Sexfragen. Der perverse Asiate wird sie auch beantworten, weil er ist eigentlich der Richtige dafür mit mir. Und dann würde ich sagen, Giorgio, komm doch mal zu deiner ersten Frage. Okay. Würdest du, oder eher gesagt ihr, ein Jahr nicht ficken, wenn du danach einmal Megan Fox ficken darfst? Nein. Boah, nein. Würde ich niemals machen, Alter. Schon allein, weil ich ein Jahr erstmal nicht ohne Sex könnte. Ich muss sagen, ich bin zum Teil ein bisschen sexsüchtig. Genau wie der Giorgio, der ist ja noch mehr sexsüchtig. Obwohl ist eigentlich jedermann sexsüchtig, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Ich sag's mal so, Alter. Ja, also, ich bin definitiv, also mit meiner Freundin, Alter, ich lebe da mein geiles Sexleben aus, definitiv. Da steckt er den Schwanni rein, dann geht's los, Alter. Ja, okay, alles klar. Ja, du, Emko, würdest du auf jeden Fall auch nicht machen, oder? Nee, ich glaube, so geil ist Megan Fox auch nicht. Also, die hat so einen verkrüppelten Daumen, habt ihr schon mal gesehen? Jetzt ernsthaft? So ernsthaft, ja, Alter? Wegen dem Daumen, Alter? Ernsthaft? Ja. Ernsthaft wegen dem Daumen? Ja. Jetzt ernsthaft, Alter? Also, ich kann zwar alles verstehen, aber das irgendwie nicht so. Ja, das fuckt mich irgendwie gerade irgendwie ab, wenn ich den Daumen dann sehe. Ja, die hat ja auch so eine Operation. Oh, der wirft einfach. Sag mal, ist das ein Cheater, Alter? Also die hat ja auch so eine Operation gehabt irgendwie. Die sieht irgendwie jetzt so gefaked aus irgendwie. So, die ist einfach so zu perfekt irgendwie. Die ist zu perfekt. Ja, super. Das stimmt, ja. Wenn du mal den neuen Call of Duty Trailer da siehst. Die ist einfach zu perfekt. Die ist so perfekt. Das macht keinen Spaß, so eine perfekte Frau. Niemand soll perfekt sein. Ich hasse perfekte Frauen über alles. Einfach ja, aber hat sie auch hier einen Daumen operiert? Weil wenn nicht, das... Jetzt ernsthaft, wieso kommst du immer mit Daumen, Alter? Ich verstehe das nicht. Ja, weil der mich voll abfuckt bei ihr. Oh. Digga, Alter, ey. Ey, M-Kopf, versuchen, wir gewinnen ja das die ganze Zeit. Das sind immer die Asiaten mit ihren speziellen Fetischen, Alter. Ja? Ja, obwohl ich... Der Daumenfetisch, Alter. Ernsthaft, haben Asiaten sowas? Also wenn keine Ahnung, ey, Asiaten sind übertriebste Fußfetischisten, Digga, ohne Spaß. Ja, ich überhaupt nicht. Ich stehe überhaupt nicht. Verbleibt ihr keine Lügen.
Alter, wenn ich wüsste, oh, jetzt würde ich immer meine Füße für M-Core pflegen. Mm. Und M-Core, ja, meine Mutter ist Fußpflegerin sogar, die kann mir das machen. Und dann komme ich zu dir an mit richtig schönen Füßen. Aber gut, da kommt auch zur nächsten Frage direkt. Er hat sich immer mit einem Fuß befriedigt. Nein. What the fuck? Ah, eigentlich ist es ja gar nicht mal so schlecht, wenn man sich zum Beispiel so ein Porno anschaut, ne? Dann, gibt es ernsthaft Leute, also die stehen drauf. Ja, natürlich. Ja, klar. Die schnüffeln dran, die lutschen dran, die machen alles mit. Da sind da ganz weit vorne. Oh, what the fuck? Scheiße, ich wurde fast getroffen, Alter. Wie stichst du gerade, Emko? F zu 5. F zu 5, du bist ja ziemlich gut, Alter. Respekt, Digga. Nee. Doch, Digga. Doppelkill mit T4. Digga, ich hab so einen Respekt vor dir. Du bist einfach der Boss der Bösse, Alter. Du bist so bosshaft, dass man nicht mehr bosshafter sein kann, Alter. Boss der Bosse. Du bist der Bosse. Also, nein, ich wurde noch nie mit einem Fuß befriedigt. Das ist aber auch. Das würde ich auch gar nicht wollen. Nee. Oh, das Spiel ist vorbei. What the fuck, Alter. Komm, kill ihn noch. Ja, ich hab eine Drohne. Aktivieren. Für Punkte. Ich brauch zwar keine Punkte mehr, aber ist egal. Auf jeden Fall, nein, wurde ich noch nicht. Aber ich habe auch schon Pornos gesehen, wo es wirklich so Männer gibt, die. Ich weiß nicht, wie fühlte sich das eigentlich an? Hatte das jemand schon von euch? Also du, Giorgio, hattest du das schon? Nein. Bist du denn würdig? Ich hasse Füße. Echt? Ich finde Füße richtig unerotisch. Ohne Scheiß, du bist wie eine Frau, Alter. Ich finde eigentlich so richtig kleine Füße eigentlich ziemlich. Ich finde das gar nicht so schlecht, Alter. Es ist schon süß, aber ich würde nicht. Digga, ich würde doch nicht mit so Schweißmauken, Alter. Die schwitzen auch wenn die gut aussehen oder süß sind. Digga, die haben am besten Stück, ey, Alter. Wie ekelhaft ist das denn? Mit irgendwelchen Schweißdrüsen da unten. Bah! Ja, wenn die sich gewaschen hat. Obwohl, ja, Digga, man schwitzt doch gar nicht an den Füßen, Alter. Man schwitzt doch gar nicht an den Füßen. Wieso killt er mich, alles Alter? Klar. Alles klar, Digga. Schwitzt man. Jetzt, Leute, kannst du jetzt bitte mal im realen Leben ankommen? Schreibt mal in die Kommentare. Schwitzt man an Füßen? Jetzt mal auch ja, einfach natürlich Füßen. Schwitzt man da, Mann. Ja, aber, Digga, klar, was du. Ja, hör zu, aber irgendwie nicht, dass es so tropft oder so. Das meine ich. Ja, klar, du kannst auch tropfen. Ernsthaft? So schwitzen, dass man tropft, Alter? Ja, Digga, normal. What the fuck, Alter? Ja, normalerweise ist es so, dass halt deine Socke total durchnässt ist. Genau, gibt es auch. Echt ernsthaft? Alter, dann seid ihr andere Menschen, Alter. Ich bin gar nicht so, Alter. Dann bist du vielleicht nicht so viel unterwegs, Alter. Oder du schwitzt einfach nicht so viel. Ja, ich schwitze allgemein jetzt nicht so dolle. Kommt drauf an, wie oft man getrunken hat, ne? Wie man trinkt. So. Ja, ich trinke sehr, sehr viel. Ja, deswegen schwitzt du auch immer so, Alter. Bestimmt doch. Die Art ist richtig komisch. Asiaten schwitzen eigentlich gar nicht. Natürlich, Alter. Ja, sie hatten das doch immer extra überall Busch so, also auch, ich nicht, ich bin da sehr gepflegt, bei mir also, ist aber jetzt mal ohne Spaß, also, wo ich Shit. Früher, wo ich wirklich noch, also, ich habe ja früher übertrieben immer so Pornos gesuchtet, mittlerweile gar nicht mehr, ich habe das gar nicht nötig, wenn man eine Freundin hat, mit der man zusammen wohnt, Alter, dann, läuft ja alles von alleine. So, und, aber wenn ich da mal was Asiatisches gesehen habe, Alter, alles mal behaart, ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass hier in Deutschland alle, will ich gar nicht erst sagen, ne, also, versteht mich hier nicht falsch, Freunde, aber ich interessiert mich jetzt mal beim M-Core. Ja, bist du behaart am Kopf? Nein, ich bin rasiert bis zum geht nicht mehr. Ich rasiere mich jedes Mal, wenn ich dusche und ich dusche jeden Aber Tag. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Digga, Asiaten, der ist so rasiert, dass die Haut sogar weg ist. Digga, ja, MK ist der rasierteste Mensch der Welt, Alter. Der ist so rasiert, dass man nicht mal mehr rasierter sein kann, Alter. Ja, Digga, MK, du bist so rasiert, dass ich sogar einfühlig auf deine Rasiertheit bin, Alter. Deine Rasur. Oh. Oh yeah. Ja, alles klar. Da kommen wir zur nächsten Frage. Okay. Schaffst du eine 100er Packung Kondone? Oh Mann, wieder falsch. Lern mal zu lesen. Lern mal Deutsch zu reden. So, Kondome aufzubauen. Ich wusste, dass es einem Monat. In 3 Monaten. Oh. 3 Monaten. Nee. Bin ich so der Typ, der die ganze Zeit. So, das wäre ja eigentlich rein theoretisch. Müsstest du jeden Tag mindestens einmal Sex haben. Manchmal, ja, sagen wir mal, zwei warte, Wochen lang. Wie lange? Wie viel Kondome in welcher Zeit? 100er Packung. Eine 100er Packung Kondome? 90 Tagen. Hab Orbital. Oh, danke, ich hab auch fast Orbital. Ja, jetzt kriege ich gleich Orbital. Den habe ich auch geholt. In 90 Tagen! 90 Tagen. Hast du irgendwas gesagt? Nicht was? nein, würde ich das schaffen. 90 Tage, zweimal am Tag Sex? Ernsthaft, Digga? Komm mal mit sowas wie in 2 Wochen, Alter. Das ist doch zu einfach, Alter. Digga, guck mal, wie der sich am Pushen ist, Alter. Ey, Digga, ich hab gleich Dings da. Obi. Ja. Kurz vor Obi! Scheiße! Ja, Digga, oh shit! Ich hätte die Frage mal anders, weil M-Core tut immer so kurz antworten. M-Core, ja? Was denkst du, wie viele Kondome würdest du in 3 Monaten schaffen? Boah, das ist immer unterschiedlich, aber ich glaube nicht so viel. Ich bin's nicht. 2. Definitiv über 100 in 3 Monaten. Ich hasse das sowieso mit Kondomen nicht. Ja, Digga, wir reden ja jetzt davon, wenn du mit Kondomen vögeln würdest. Wie viel würdet ihr schaffen?
Also jetzt fragt die Zuschauer. Also ich würde 270 schaffen, weil ich könnte, ich glaube, dreimal am Tag höchstens. 270? Ja, ich könnte dreimal am Tag so höchstens. Das Ding aber nicht, wenn du das zwei Wochen am Stück machst, irgendwann hängt das am Hals raus. Ja, stimmt auch, Alter. Aber ja, da haben wir gar keinen Bock mehr auf Sex, so, ne? Ja. Ich hatte letztens so fünfmal an einem Tag, ne, viermal. Und da hat man auch keinen Bock mehr für die nächsten 10 Wochen, Alter. Jetzt reicht's mir, Alter. Jetzt wird gezockt. Und ja. Gepoppt. Genau, gezockt, gepoppt und so weiter. Ich würde niemals so viel schaffen, ey. Niemals. Ja, ihr habt doch recht, Alter. Ich glaube, ich übertreibe ein bisschen. Ja, du übertreibst richtig, Alter. In 90 Tagen eine 100er Packung, Alter, dann müsstest du echt, vor allen Dingen, du musst jeden Tag Sex haben. Das ist alles wund und zweimal. Ja, aber wund. Gut, ich würde das vielleicht schaffen, wenn ich jeden Tag mit der anderen haben könnte. Wund wär's nicht, Digga. Wund wär's überhaupt nicht. Das wäre nicht das Ding. Aber die Lust beizubehalten. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oder wenn man jeden Tag mit der anderen hätte, würde das dann nicht angehen? Glaube ich nicht. Hm. Weil man muss sich immer eins merken, von innen sind sie alle rosa und... Nein, von Seite. Es ist ja im Prinzip immer dasselbe. So. Sind die Schwarzen eigentlich auch rosa von innen? Tut mir das nicht klar. Digga. Ja, echt? Nein, natürlich, klar. Weiß ich, ich hatte noch nicht mit der Schwarzen. Ja, Digga. Das steht ja außer Debatte, aber es sind ja auch Menschen. Tust ja so, als ob das andere Menschen wären. Nein, Digga. Aber Digga, die Hautfarbe ist ja auch anders. Also, kann es ja auch sein, dass es von innen auch anders ist. Ja, meinst du, Asiatinnen, die gelb sind, die haben dann eine schwarze Muschi oder was? Nein, das hab ich gar nicht gesagt, Alter. Oh, wieso treffe ich nicht? Fuck, fuck, oh! Ich bin so. Jetzt habe ich mich nicht konzentriert, Alter. Das nervt mich, dass ich die nicht gekillt habe. Okay, Emko, wir müssen echt darauf gehen, dass wir gewinnen, okay? Ja, das ist kein Problem, Mann. Ja, hoffe ich doch, Alter. Für dich und deine. Oh, nicht mir. Oh, oh, what the fuck? Frage. Nächste Frage. Okay. Habt ihr. Ich muss das jetzt immer auf euch beziehen. Habt ihr schon mal versucht, euch einen selbst zu blasen? Ja. Also ich habe mich schon mal, informiert, ob das geht, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein soll, weißt du? Ob du es versucht hast, danach kannst du ja reden, ob du dich informiert hast. Hast du es gemacht oder nicht? Versuch. Also ich habe drüber nachgedacht, aber ich habe es noch nie versucht. Also ich habe schon versucht. Ja, das glaube ich dir auch. Ich habe sogar geschafft, aber nur ein bisschen. Ernsthaft? Ja, das What geht, man. Was du denkst, bist? What the fuck, Alter, Leute. Ja, das geht. Stell euch mal das vor. Macht euch mal so eine kleine Vorstellung. Ey, Leute. Ja, die Rechte, Alter, dass du auf jeden Fall was mit Mann anfangen würdest, Digga. Was? Nein, Alter. Ja, Digga, man muss das ehrlich beantworten und ich find's gut, dass er wenigstens die Wahrheit gesagt hat. Ja, ich hab die Wahrheit gesagt, okay? Ja. Aber jeder hat schon mal drüber nachgedacht, Alter. Was macht der da? Ich toleriere auch schwul, das ist für mich auch kein Ding. Das ist für mich auch kein Ding, Alter. Nicht schwul! Ja, ist doch nicht schlimm. Oute dich einfach, oute dich. Emko, oute dich. Scheiße, Alter. Jetzt ernsthaft? Nein, jetzt Spaß beiseite. Natürlich, jedermann hat das schon ausprobiert. Ja, jeder würde gerne wissen, wie das ist. Eigentlich das ziemlich geil, wenn man das könnte, so, ne? Es war bei mir aber auch, wo ich ziemlich jung war, muss ich dazu sagen. Also, ja, nachher dann so war ich gar nicht mehr das Interesse an sowas. Also, nee. Jetzt mit selber hin zu lutschen. Ja. Woher 13, 14? Jung war, da kam ich ja bestimmt nicht dran. Mit 9 oder 10 Jahren hast du vielleicht einen 7 cm Riemen, Alter. Wie willst du da drankommen? Ja, stimmt auch, Alter. Geht gar nicht. Ich finde gar keine Gegner, MK. Wo sind die denn alle? Überall. Ich suche die ganze Zeit, du klaust die mir alle, Alter. Ich stand hier rum wie so ein Penner, Alter. 6-4, Mann, ich hab gar keine Kills. Ich hab auch, wie viele Gegner haben wir denn hier? Nicht mal voll die Lobby, deswegen wahrscheinlich. Ich freue mich schon so auf Ghosts. Also sage ich eigentlich in jedem Video, keine Ahnung, was da los ist, Alter. Ja, die ganze Zeit, Mann. Ja. Ich werd so übertrieben eskalieren, ja, Alter. Gut zu wissen, erzähl mir bitte, bitte mehr davon. Ey, Digga, hast du gerade meine Serie in den Mund genommen? Was? Du hast gut zu wissen gesagt. Echt jetzt? Nein. Doch. Echt? Ja. Nein, what the fuck? Digga, hast du gesagt? Keine Ahnung. Ja, komm, vertusch das ruhig, Alter. Okay, alles klar, gut. Nein! Da kommt nämlich eine Schule! Fuck, Alter! Kommen wir zur nächsten Frage. Okay. Mit wie vielen Jahren hattet ihr euren ersten Samen August und wo? Also das kam eigentlich, willst du anfangen oder soll ich? Du fängst an, keine Ahnung, ich weiß. Also ich weiß nicht, das kam so ein bisschen, ich hatte schon, ich glaube mit 6 Jahren oder so, 7 Jahren, so meinen Penis da angefasst und sowas. Und da habe ich gefragt, cooles Ding so, ne? Aber ich wusste noch nicht, dass da wirklich was rauskommt, ne? Weil ich habe ja noch nie Pornos gesehen, so in diesem Alter. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Übrigens, Emko, ich habe gerade deinen Arsch gerettet, also sag ganz Dankeschön. Sag danke. Schneller. Dankeschön. Okay, gut, kein Ding. Auf jeden Fall, das kam, ich glaube, mit 11 Jahren, da kam auf einmal was raus, aber das war noch nicht so richtig sichtbar, glaube ich, war das. Ja.
Bei mir war das auch so. Ja, also, und dann wurde es irgendwann immer weißer. Erst durchsichtig, ja. Ja, genau. Aber bei mir war das wirklich so, ich stelle jetzt die Frage mal selber an mich, ich meine, sowas ist ja auch nicht unfair, jetzt hat ja nichts mit Frauen zu tun, weil ich muss dazu sagen, viele haben ja auch mal gesagt, Giorgio, mach doch mal andersrum, Danny stellt dir Sexfragen und so. Leute, das kann ich nicht so machen, weil ich habe eine Freundin und ich fände das auch nicht toll, wenn meine Freundin irgendwelche Sexfragen beantwortet. Ja, hatte ich auch, ich, so, wenn Mädels zum Beispiel über ihre Affären das sprechen oder so, das nervt einfach übertrieben, so, weißt du? Oh, ja. Wächst du noch zur Waffe? Was? Deswegen, ich sehe das einfach aus Respektsache, deswegen, aber jetzt über den Samen-August kann ich ja sprechen. Das Ding ist, bei mir war es so, ich habe das erste Mal, mir auch, jetzt kommen wir mal davon, wo ich meinen runtergeholt habe, Alter, das erste Mal habe ich einen runtergeholt mit 9 Jahren, bei meiner Tante in der Badewanne. Also. Jetzt pass auf, das ist die beste Geschichte. Also, wie ich darauf gekommen bin, ist, ich habe den sauber gemacht, ne, ich stand da so in der Badewanne, habe den sauber gemacht und habe den aber so sauber gerieben, weißt du, so. Als ob man jetzt ein Feuer macht. Weißt du, so richtig so mit der Hand gerieben. Das hat sich irgendwie voll gut angefühlt. Und dann habe ich das auch von oben nach unten so gemacht, Alter. Seitdem war ich der Ja, ich glaube, das hatte ich hier bei jedem so, ne? Ja, Digga, das ist echt beim Baden ist das bei mir passiert. Ja, das ist und meistens. Meinen ersten Samen-August hatte ich am helllichten Tag. Da habe ich im Wohnzimmer, saß ich einfach nur da rum, Digga, und das kam einfach raus. Aber wisst ihr was? Ich glaube aber, dass. Jetzt war wirklich wichtig, was ich sagen wollte, ne? Red aber weiter, dann fällt mir das schon ein. Ich will gar nichts mehr sagen. Also, wie gesagt, also meinen ersten Samen August hatte ich im Wohnzimmer und war da ganz alleine, hab irgendwie nur Fernsehen geguckt und das kam einfach raus. Ich weiß was zum Thema Badewanne, ne? Ja. Ist es so bei euch auch, wenn man in der Badewanne was macht, dann kommt man wesentlich später irgendwie? Das hat auch einen logischen Zusammenhang. Ich sehe da keinen Zusammenhang irgendwie. Keine Ahnung, ich bin. Wenn man zum Beispiel unter Wasser Sex hat oder so. Ja. Digga, oder beim Duschen. Da ist nicht so viel Reibung, ja, da ist nicht so viel Reibung. Genau, ja, wahrscheinlich deswegen, Das stimmt. Aber ich finde das in der Badewanne sowieso scheiße, Mann. Meine Ex-Freundin wollte das immer, ich fand das so kacke. Weil das ganze Wasser schwappt hin und her. Ja, vor allem wie behindert in der Badewanne, habe ich auch schon mal versucht so. Aber irgendwie ist da kein Platz, Alter. So, keine Ahnung, was da los ist, Alter. Ja, da ist auch kein Platz. Ich verstehe gar nicht. Das Beschissen ist dann auch noch, dass du dann da Wellen erzeugst, die du gar nicht haben willst. Oh, der mit seiner Schrotflinte, kann er nicht vernünftig spielen. Was hast du gesagt? Wellen, ja, Wellen vor allem. Da musst du aber ein bisschen weniger Wasser halt reinmachen, ne? Ja. Ein bisschen weniger. Das kannst du nicht verhindern, glaube ich. Was? Das kannst du, glaube ich, nicht verhindern. Mit den Wellen. Nee, nicht ganz. Das geht nicht. Aber die Frauen wollen das immer, oder? Ja, unter der Dusche. Ja, denen gefällt das halt. Die tören das an, weil das so sexy ist. Ich meine, im Bad. Ja, klar, die tören das an. Badewanne meine ich. Ja. Vor allem, Frauen tören das sowieso an, wenn die. Aber wenn du auch mal mit dir irgendwo anders hast, Sex. Allgemein so, auch draußen mal oder so. Ja, das stimmt. Das solltest du auf jeden Fall mal machen mit einer Frau, zum Beispiel im Auto oder so mal. Wenn man ein Auto hat zum Beispiel. Dann irgendwo anders auch nochmal. Die wollen halt diese Abwechslung. Ich sag auch zum Beispiel, wenn ich mit einer Frau schlafe, ne? Dann sage ich immer, ja, jetzt bist du mal oben, jetzt machen wir mal das, jetzt machen wir mal das. Mir egal, ob sie das will oder nicht. Aber das wird einfach langweilig, wenn man es nicht macht, weißt du? Man muss schon immer Abwechslung dabei haben. Ja, natürlich. Ja. Okay, super. Kommen wir zur nächsten Frage. Würdest du mit einem Mädchen... So, danke fürs Zuschauen. Lasst jetzt einen Daumen nach oben, dann lade ich morgen gleich den nächsten Teil hoch. Außerdem schreibt in die Kommentare, welche Sexfragen der Giorgio mir als nächstes stellen soll. Der MK wird wahrscheinlich dann auch öfter dabei sein. Dann gibt's mehr zum Diskutieren. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage nur noch 3, 2, 1.